Es geht weiter mit der HSV Simulate to Glory Karriere, es geht weiter mit den Transfers. In der letzten Folge haben wir schon den ein oder anderen Namen verpflichtet, so wie zum Beispiel Charlie Mosonda, Lukas Klostermann, Kämpfe für die Innenverteidigung oder Dragowski als neuen Torhüter, aber dabei soll es nicht bleiben. Bevor wir jetzt in das ganze Transfergeschehen reinstarten, ein fettes Dankeschön für über 35.000 Klicks und über 3.400 Likes auf die letzte Folge der HSV SDG. Hat mich wirklich mega gefreut und was mich noch mehr freuen würde, ist, wenn ihr das Ganze auf die heutige Folge einfach mal fortsetzen könntet. Den heftigen Support, 3000 Likes auf die heutige Folge wären mega nice von euch. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das Ganze auf jeden Fall gerne. Hashtag Road100k, werde ein Teil der Hashtag DGTVArmy und unterstütze mich auf meinem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Der erste Transfer für das heutige Video wird niemand Geringeres als Alen Halilovic sein. Der ist momentan an UD Las Palmas verliehen. Wir hatten in der ersten Folge eine Umfrage gemacht und zwar ging es darum, ob wir die Leihe von Alen Halilovic beenden sollen oder eben nicht. Denn ich finde Halilovic, der ist gerade mal 21 Jahre jung. Der hat immer noch ein sehr gutes Potenzial und da könnten wir quasi eher unseren eigenen Nutzen daraus ziehen, anstatt jetzt ihn bei UD Las Palmas zu lassen. Das sei die Community genauso, über 85% waren dafür, dass wir die Leihe von Alen Halilovic abbrechen sollen und genau das werden wir jetzt tun. Damit kehrt Alen Halilovic zum HSV zurück und unser neuer Zehner ist gefunden. Das Transferbudget von uns sieht momentan folgendermaßen aus. Wir haben ein Budget von 6,91 Millionen, aber wenn alles klappen sollte, dann werden da nochmal gut 13 Millionen dazukommen, denn wir haben in der letzten Folge unter anderem zwei Verkäufe perfekt gemacht mit Aaron Hunt und Bayern 04 Leverkusen und Christian Matenia und RB Leipzig. Startelf sieht damit jetzt folgendermaßen aus, anstelle von Holpi eben Halilovic auf der 10er-Position, der auch direkt ein Rating gewonnen hat. Das sieht mir ziemlich nach dem guten alten Potential-Glitch im FIFA 18 Karrieremodus aus. Falls ihr dazu ein Video wollt, könnt ihr das Ganze mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir ein Video der Kategorie Tipps und Tricks für den Karrieremodus gemacht haben. Erste Trainingseinheit der heutigen Folge. Wir werden jetzt erstmal für die nächsten Einheiten Ape, Dragowski und Mosonda trainieren. Einer der Top-Kommentare der letzten Folge hat sich mit einem Namen beschäftigt, den ich selber mega interessant finde. Es ist ein Name, den man, würde ich sagen, nicht so oft in den Karrieremodi zu sehen bekommt. Alphonso Davies von den Whitecaps aus der MLS, kanadisches 16-jähriges Talent mit einem Rating von, ich glaube, 67 und einem Potenzial von 85. Der ist einfach mal 2000er Jahrgang und ich finde, den kann man sich schon mal, würde ich sagen, anschauen als Backup für die Flügelposition, vor allem eben, weil man nicht so viel für den zahlen wird. Da die Verhandlungen zwischen Leverkusen und Aaron Hunt irgendwie so ein bisschen in Stocken gekommen sind, haben wir jetzt hier noch ein weiteres Angebot von der Hertha vorliegen und da werden wir auch mal in die Verhandlungen reingehen und können uns da auch sofort einigen auf eine Transfer Summe von 7,2 Millionen. Das ist nochmal ein bisschen mehr Geld, als Bayern nur für Leverkusen bereit war, für Aaron Hunt zu zahlen und hoffentlich wird das Ganze dann auch über die Bühne gehen. Training, Training, Training ist mal wieder angesagt. Wir wollen natürlich, dass sich unsere Youngsters verbessern und ja, die Noten sehen nicht so überragend aus. 2Ds für Fiete Arp, der sich langsam aber sicher auf eine 69 entwickelt. Bei Dragowski läuft es momentan auch nicht so schlecht und auch besonders kurz vor der 77. Aaron hat es verkauft, ein Verein hat Interesse an Niklas Stark und zwar der FC Watford und wir haben den Abschlussbericht für Davis vorliegen. In der letzten Folge hatten wir schon einen Transferangriff auf Carles Alenia versucht. Da muss man sagen, hatten wir aber nicht das passende Budget. Jetzt haben wir über 20 Millionen zur Verfügung und einem Transfer sollte nichts mehr im Wege stehen. 16 Millionen Euro habe ich geboten. Das Angebot müssen Sie aber erstmal überdenken und ich kann euch jetzt schon sagen, das Angebot wird aller Voraussicht nach abgelehnt werden. Daneben werden wir aber auch noch in die Verhandlungen reingehen mit den Whitecaps, was Alphonso Davies betrifft, weil ich den auf jeden Fall mega interessant finde. Die haben scheinbar kein großes Interesse am Verhandeln. 1,55 Millionen, das sind 50.000 Euro über den Marktwert von Alphonso Davies und das Angebot wurde von den Whitecaps sofort akzeptiert. Und auch die Vertragsverhandlungen laufen komplett reibungslos ab und damit machen wir den ersten Transfer neben Alen Halilovic als halben Transfer für die heutige Folge perfekt mit Alphonso Davies von den Whitecaps. Ein weiterer sehr interessanter Name, ebenfalls von der Barcelona B-Mannschaft. Mann, haben die viele gute Talente. Das ist dieser junge Mann hier, Oriol Busquets von Barcelona B, der übrigens keine Verwandtschaft mit Sergio Busquets besitzt. Da haben einige Leute unten in die Kommentare geschrieben, ja, es ist der kleine Bruder oder sonst was, aber die beiden haben tatsächlich keine Verwandtschaft miteinander. Bei dem muss man auch noch sagen, läuft der Vertrag in 12 Monaten aus. Der hat gerade mal ein Rating von 66, aber als Backup für die 6er-Position finde ich den guten Mann hier auf jeden Fall sehr interessant. Freigabesumme könnten wir zwar bezahlen, aber wir werden in die Vereinsverhandlungen reingehen. Und für popelige 970.000 Euro lässt die Barcelona B-Mannschaft Oriol Busquets in Richtung Hamburg ziehen und ich würde sagen, zusammen mit Alphonso Davies haben wir hier ein Schnäppchen gemacht. Zwei Megatalente für gerade mal nicht mal 3 Millionen verpflichtet. Also das sind, würde ich sagen, gute Deals, die wir hier gerade machen. Und auch hier laufen die Vertragsverhandlungen komplett ohne Probleme ab. Also die Gehälter, die solche Namen wie Davies, Alenia und Busquets verdienen, das sind wirklich
absolute, ja, Geringverdiener hier in Deutschland. Ich meine, wenn man sich mal das Ganze anschaut, ich meine, Davis verdient jetzt 2.000 oder 3.000 Euro, auch ein Busquets verdient sogar unter 3.000 Euro und auch ein Alenia verdient bei der Barcelona B-Mannschaft gerade mal 5.000 Euro die Woche. Nicht nur, dass diese Spieler mega viel Potenzial und die Zukunft des Vereines sind, nein, diese Spieler sind auch noch, muss man sagen, für Bundesliga-Verhältnisse ganz schön günstig. Sehe ich das richtig? Der Verein hat sich das Angebot überdacht und hat das Angebot akzeptiert. Ich glaube, FIFA 18 ist broke, Leute. Nee, sowas passiert eigentlich nie. Also, dass der Verein ein Angebot überdenkt und dann akzeptiert, also das ist eine absolute Seltenheit. Und damit machen wir den dritten Transfer in kürzester Zeit perfekt nach Davis und Busquets. Folgt also ein Megatransfer für über 16 Millionen Euro von der Barcelona B-Mannschaft. Verpflichten wir also Carles Alenia. Dazu haben wir auch noch ein Transferangebot von Schalke für Douglas Santos. Das werden wir uns auch mal ein bisschen genauer anschauen. 12,5 Millionen habe ich für Douglas Santos verlangt. Schalke war nicht das Ganze bereit zu zahlen und dementsprechend bekommen sie Douglas Santos nicht. Der erste Spieltag der Bundesliga-Saison steht an. Es geht für uns ran. Heim gegen den FC Augsburg. Ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen sollten. Ja, Mainz holt sich einfach mal eines der größten deutschen Rechtsverteidiger-Talente mit Benjamin Henrichs. Auf jeden Fall auch interessant. Die Mannschaft steht und sieht, wie ich finde, richtig stark aus mit eben jetzt hier Alenia auf der 8er Position. Rechts Musonda. In der Rechtsverteidigung dann wiederum Klostermann. In der Innenverteidigung Kempf, Dragowski im Tor und eben Halil auf der 10er-Position, Dolberg im Sturm, ist natürlich auch eine klare Sache. Einzig und allein die Breite des Kaders. Wir haben einfach viel zu viele Spieler, also da könnten schon noch ein paar Namen gehen, so wie zum Beispiel ein Hahn, Sakai, Mavrei. Diekmeyer jetzt nicht so unbedingt, aber wie gesagt, da könnten auf jeden Fall einige Namen mal den Verein verlassen. Ich sehe gerade, wenn wir Diekmeyer nicht verkaufen, dann können wir eigentlich auch mal Sakai auf die Transferliste setzen. Der Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Wir werden mal einen kleinen Trick machen. Und zwar, wenn wir den Vertrag um 4 weitere Jahre verlängern, dass wir da auch eine schöne Transfersumme für einen Sakai bekommen und ihn dann auf die Transferliste setzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in das Ganze. Der erste Spieltag der Bundesliga-Saison. Echt hat der HSV das Ganze auch gewonnen. Hoffentlich können wir es dem echten HSV nachmachen. Mit einer vielleicht auch besseren Mannschaft. Und da geht Augsburg einfach mal in Führung. Da geht Augsburg tatsächlich in Führung. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst hier. Kostic verschießt den Elfmeter. Was ist das denn hier gerade? Kostic verhaut den Elfmeter. 50 Minuten gespielt. Das sieht nicht so gut aus. 60 Minuten gespielt. Kommt schon, Jungs, es kann doch hier nicht der Ernst sein, dass wir hier gegen Augsburg verlieren. Es ist immer Augsburg im Karrieremodus, Leute. Es ist immer Augsburg. Und die machen sogar noch das 2-0. Ich pack es nicht. Wir verlieren mit dieser Mannschaft heim in der Simulation 2-0 gegen Augsburg. Es ist immer wieder Augsburg im Karrieremodus. Es kann nicht Bayern oder Dortmund sein. Es muss Augsburg sein. Ja, Tabellenletzter, aber immerhin ist das Manager-Rating auf 90 gestiegen. Warum auch immer. Aber naja, wir lassen uns davon einfach mal nicht beirren. Ich meine, das Ganze kann natürlich mal passieren, dass wir ein Spiel verlieren. Gut, es ist natürlich belastend. Heim, erstes Spiel mit der neuen Mannschaft. Dann direkt 2-0 gegen Augsburg zu verlieren. Eigentlich ein Pflichtsieg, würde ich schon fast sagen. Aber wir verlieren eben 2-0. Nächste Trainingseinheit mit einem Upgrade für Dragowski, aber ich glaube, das wird noch werden. Ingolstadt ist daran interessiert, Gideon Jung zu verpflichten und wird auch einiges an Geld in die Hand nehmen. Das erste Gebot liegt bei 9,2 Millionen. Wir werden einfach mal ein bisschen verhandeln. Ich glaube, damit hat die zweite Liga einen neuen Rekordtransfer, denn Gideon Jung wird für 11 Millionen Euro vom HSV in die zweite Bundesliga zum FC Ingolstadt zu den Schanzern wechseln. Was ein Transfer für den FC Ingolstadt, was ein Transfer für die zweite Bundesliga. Jetzt wird es aber ernst werden. Der FC Liverpool meldet sich für Philipp Kostic, macht das erste Angebot in Höhe von 14 Millionen Euro und da werden wir natürlich auch in die Verhandlungen reingehen. Da könnte man doch eine ganz schöne Summe mal raushandeln. Und tatsächlich ist der reiche Verein aus England nicht bereit, 20 Millionen Euro für Philipp Kostic zu zahlen. Also ich weiß nicht, warum Verhandlungen immer an so kleinen Millionenbeträgen scheitern. Ich glaube, Liverpool hatte über 17 Millionen geboten gehabt. Hätten auch einfach die Freigabesumme ziehen können, da hätten wir uns das ganze Theater sparen können. Und damit bleibt Philipp Kostic erstmal beim HSV. Finde ich aber auch gar nicht mal so schlimm, dass Kostic jetzt erstmal hier beim HSV bleibt. Der hat ja noch Potenzial, der kann sich weiterentwickeln, der kann ein besseres Rating und eben auch einen höheren Marktwert erhalten. Jung ist verkauft an den FC Ingolstadt und wir haben ein Angebot für Alen Halilovic und es ist von Ajax Amsterdam. Das könnte jetzt mega interessant werden. Halilovic hat ebenfalls ein Rating von 78, einen Marktwert von 16 Millionen Euro und Ajax bietet als erstes 19,1 Millionen. Und der Deal geht tatsächlich über die Bühne. 23 Millionen Euro bezahlt Ajax Amsterdam für Alen Halilovic und das könnte ein absoluter Mega-Verkauf werden. 23 Millionen, dafür kann man sich auch vielleicht einen besseren Spieler als eben Alen Halilovic als Ersatz holen. Wir werden aber einfach mal schauen. Zweiter Spieltag in der Bundesliga-Saison, es geht ran gegen den ersten FC Köln. In echt momentan Tabellenletzter mit gerade mal 2 Pünktchen. Mal schauen, wie das Ganze hier aussehen wird mit Claudio Pizarro im Sturm, die alte Legende. Und wir gehen mit 1-0 in Führung.
durch Kaspar Dolberg. Könnte das hier vielleicht der erste Sieg werden, nach das direkt Pizarro? Die Rentnersau mit dem Tor hier. Ist jetzt kaum zu glauben, dass der mit seinen 40 Jahren noch hier ein Tor schießt. Aber vielleicht, ja, Musonna mit den 2-1. Nice, das ist schön. Das ist super, das ist hervorragend, das ist herrlich. Und das ist der Sieg und das sind die ersten 3 Punkte. Hier in der HSV Simulate to Glory gegen den 1. FC Köln gibt es also die ersten 3 Punkte durch Tore von Musonda und Kaspar Dolberg. Langsam aber sicher läuft es aber mit den Verkäufen. Leicester City mit einem Angebot für Albin Ekdal bietet 8,2 Millionen Euro. Könnten wir zwar sofort annehmen, aber könnten auch verhandeln. 9 Millionen Euro habe ich verlangt, 9 Millionen Euro wurden akzeptiert. Also das könnte nochmal eine ziemlich interessante Transferphase für uns werden, wenn uns so viele Spieler wie jetzt eben gerade verlassen. Ich meine, Ekdal wird gehen, Halilovic wird gehen. Ich weiß nicht, was mit Aaron Hunt ist, aber irgendwie ist er gegangen? Ist er immer noch da? Ich weiß es nicht. Nee, gut, hatte ich einfach irgendwie falsch im Kopf gehabt. Der ist mittlerweile auch weg. Gideon Jung ist gegangen, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen, das ist natürlich ganz klar. An der Stelle seid natürlich mal wieder ihr gefragt. Schreibt gerne Transfervorschläge als Ersatz für Gideon Jung, für Alen Halilovic, also wir brauchen auf jeden Fall einen 19er. Gideon Jung, vielleicht kann man da ein Talent holen mit einem 70er-Rating, ist auf jeden Fall relativ einfach zu ersetzen, aber wir brauchen einen 19er und ich rede hier von einem 10er eben mit der Qualität eines Alen Halilovics, den wir eben für die 10er-Position brauchen. Dazu dann vielleicht auch noch ein weiterer 8er bzw. 6er, der ein bisschen mehr Rating hat als Busquets, aber vielleicht auch ein bisschen weniger Rating hat als unsere momentanen 8er bzw. 6er mit Alenia und Wallacy. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Transfervorschläge gerne für die 10er-Position, Innenverteidiger und für die 6er-Position unten in die Kommentare schreiben. Und dann schauen wir eben in der nächsten Folge, wen wir da alles so noch verpflichten werden am Transfer-Deadline-Day bzw. den Tag davor eben. Was ist da noch so an Transfers in der HSV Simulate to Glory Karriere geben wird. An der Stelle verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Start in den Samstag, ein wunderbares Wochenende wünsche ich euch. Hoffe, die heutige Folge hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 3000 Likes auf die heutige Folge der HSV STG wären mal wieder mega nice von euch. Würde ich mich auf jeden Fall heftig drüber freuen und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das auf jeden Fall komplett kostenlos tun, um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Da sehen wir es nochmal. Ingolstadt holt Gideon Junge für 11 Millionen Euro und ansonsten habe ich nicht mehr so viel zu erzählen. Das war's für die heutige Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.